Hallo, liebe Freunde. Hi. Wir sind heute direkt übrigens am Badewattershof. Und ich zeige der Steffi mal den besten Currywurstladen Berlins. Berlins, tatsächlich. Der hat eine richtig, richtig lange Tradition. Sieht aus. Warte. So. Currywurst Nummer 1. Und da wollen wir gucken, was. Weil es hier die Dörfelstraße Nummer 1 ist, direkt gegenüber vom Badewattershof. Wer da Bock hat, mal eine richtig gute Currywurst zu essen, sollte auf jeden Fall da hingehen. Weißt du, welche S-Bahn hier fährt? Nö. Eine gelbe. Aber S-Bahnwattershof ist ja eigentlich bekannt und nicht so schwer zu finden. Wir werden mal gucken, was die können. In diesem Sinne, let's go! Das ist Currywurst Nummer 1. In der Dörfelstraße 1 in Adlershof. So, Corona live hier mit Durchreichfenster. Das ist der Willi. Grüß dich, Willi. Hallo. Grüß. Willi, wie lange gibt es denn hier euren Currywurst? Seit den 70er Jahren wird hier eine schöne Currywurst. Hier, ich kenne den Laden ja schon da. Von ewig seit, ja. Da war Willi noch gar nicht dahin. Nee, den Laden gibt es schon jetzt Ewigkeit hier. Das hat vorher Frank Basinski gemacht. Jetzt ist mal meine Familie nach Berlin gekommen. Ja, Familienbetrieb hier. Familienbetrieb, ja. Meine Tante und meine Familie kam 1972 her, haben den Frank Basinski kennengelernt und haben ihm dann geholfen, die Industrie zu übernehmen. Dann hat es mein Opa gemacht und mein Vater. Jetzt macht meine Tante mit mir zusammen hier. Und du hast Gastronomie gelernt oder was hast du? Ich bin Fleischer. Oh. Fleischermeister. Vom Fach quasi. Ja, vom Fach. Hallöchen. Und ja, aber wir kommen aus der Gastro. Meine Tante kommt aus der Gastrofamilie. So, und jetzt die alles entscheidende Frage, lieber Willi. Wer hat denn die Currywurst davon? Wo kommt die? Berliner haben die Currywurst davon. Ganz wichtig ist ohne Darm. Ohne, ja, das wäre gleich die nächste entscheidende Frage gewesen, mit oder ohne Darm, aber da wir hier nicht in Charlottenburg sind, ist mir natürlich ohne Darm. Richtig, so ist es. Cool, cool, muss auch ohne Darm. Gehört ohne Darm, merkt euch das. Mit Darm ist nur Bockwurst, wirklich gefrittierte, ungefrittierte Bockwurst. Genau, also Currywurst ohne Darm, am besten am Badewattershof in der Doppelstraße Nummer 1. Das hat einen guten Händen bei Willi. So, jetzt werden wir mal Steffi probieren lassen. Steffi ist ausgebildete Köchin und wird die Sache mal, also wird die Currywurst testen. Ich hätte gerne eine Currywurst. Ja, was magst du da haben? Ich habe die Currywurst normal, traditional da. Oder mild, fruchtig und scharf. Dann hätte ich mit Schrippe oder mit Pommes oder du willst ganz normal die Wurst machen. Aber für mich ist es gerne nur die Wurst und einmal alles. Das kriege ich hin. Cool. Jetzt haben wir unsere Würste bekommen. Steffi guckt schon ganz hungrig. Ich habe noch gar nichts gegessen. Was, Steffi, was haben wir denn da? Also das hier ist einmal die klassische. Das ist die scharfe Soße. Das ist die fruchtige. Und das ist die... Ich habe es vergessen. Ich kann es einmal probieren. Mild. Die milde Soße. Genau. I taste it. Ja, probieren wir mal. Voll gut. Das ist ein glücklicher Currywurstesser. Schmeckt scheiße gut. Schmeckt scheiße gut, hat sie gesagt. Also nicht sie, ja. Nein, das wirklich nicht richtig gut. Also jetzt, das ist jetzt die... Jetzt möchte ich... Die fruchtige. Riecht mega gut. Wollt ihr mal riechen? Wow. Sowas habe ich noch nie gegessen. Richtig lecker. Jetzt machen wir die klassische. Okay, klassisch. Die klassische. Also hier ist wirklich... Fett Ketchup. Oh. Bin gespannt, was dein Favorit sein wird. Ich bin mir sicher, sogar meine Tochter würde das essen.
Gar nicht so scharf, richtig gut. Und jetzt nehmen wir mal die scharfe Geschichte. Ich mag eigentlich kein Schaf. Bin ich gespannt, wir gucken. Das ist die scharfe, genau. Und rein damit. Brennt ja immer zweimal, nicht? Alter. Scharf? Nein. Alter. Das ist nichts für weiche Wurst. Für weiche Würste. Ja, für weiche Würste, genau. Steffi. Also, das ist wirklich richtig, richtig gut. Wenn du das jetzt, wenn du das Resümee ziehst. Genau. Mein Resümee von dieser Köstlichkeit, die mit der fruchtigen Geschichte ist, wirklich, wirklich, wirklich gut. Sowas habe ich noch nie gegessen. In Verbindung mit einer Nacktwurst. Nacktwurst im Sinne von hat ja keinen Darm ohne Pelle. Ja, na klar. Currywurst hat nun mal traditionell keinen Darm. Du, ich finde das ja sowieso total interessant, dass irgendein Mensch mal auf die Idee kam, ein Tier zu nehmen, es zu zerhexen und in seinen eigenen Darm zu stopfen, um es dann zu essen. Ne? Nur so. Ja, Steffi, also war... Bist du, sagst du, das war eine gute Empfehlung, diese Currywurst? Großartig. Also Laden, ich, wie gesagt, wenn ich Currywurst essen wollen würde, nur noch in der Nummer 1. Das hört man natürlich sehr, sehr gerne. Wie gesagt, das ist jetzt seit Mitte der 70er Jahre, gibt es, glaube ich, den Familienbetrieb hier. Familienbetrieb genau. Sowieso immer cool, ne? Ja, und er ist Metzgermeister oder... Was willst du dann erwarten? Oberste Weltklasse. Freunde, jetzt werde ich mich auch mal dran machen. Und mich mal durchprobieren. Ach, und dann gibt's mein. Sei nicht so geizig. Und dann gibt's meine Meinung auch noch. Die ist zwar nicht ausschlaggebend, weil Steffi als Köchin natürlich die Fachkompetenz besitzt. Aber. Ich werde es mal probieren. So, meine Freunde. Das war die traditionelle. Ne, Steffi? Genau, traditionell. Wir werden es mal traditionell beginnen. Was war denn das letztes? Die Umfassung. Was war denn das letztes mit Serhan? Was hast du denn dafür? Also was schon mal. Wahnsinnig lecker, das ist hier. Die Schafe, oh, pass bloß auf. Die Schafe. Ist übrigens nichts für Weichwürste. Die Schafe, wenn wir es mal. Das ist nicht so. Das macht er immer so. Es wäre geil, wenn wir jetzt Special Effects hätten und dir Feuer aus den Ohren kämen. Ist ja, also. Absolut geil, wirklich absolut geil. Oder? Ja, auf jeden Fall. Das war hier die Milde. Genau. Die Milde. Das Gegenteil quasi von Schaf. Von dem Milden wird man nach, war natürlich doof. Erst Schaf, der ist dann Mild. Richtig gut. Oh, geil. Wirklich, das schmeckt richtig, richtig lecker. Jetzt kommt das Highlight, das ist die fruchtige. Das ist die fruchtige. Wenn ihr nicht hierher kommt, so schnell wie möglich und euch eure Currywurst bestellt, dann ist hier wirklich gar kein Wert zu helfen. Top Laden, die absolute Nummer 1 der deutschen oder Berliner Currywurst-Dealer. Ich muss erst mal essen. Gönn dir. Hammer. Hast du sowas schon mal in Verbindung mit einer Wurst gegessen? Großartig. Ja, klar, ich gehe ja schon ein ganzes Leben hierher. Ja. Aber natürlich empfiehlt man ja nur Sachen, die wirklich, wirklich gut sind. Ich esse nochmal die Schafe, weil die wirklich geil ist. Bis Montag bis Freitag, ich glaube von 11 bis 19 Uhr haben die hier offen. Stehen ab und zu mal Schlangen davor. Man sieht ja im Hintergrund, es ist nacheinander weg Betrieb. Wir melden uns gleich nochmal wieder, aber ich muss erstmal die Currywurst aufessen. Freunde! So, Freunde, wir sind voll satt. Es war total lecker. War richtig gut, ja. Das war mein Tipp oder mein Geheimtipp. Das ist eigentlich kein Geheimtipp, weil der Laden ist ja bekannt. Durch die Tradition. Aber das ist wirklich, wenn du Currywurst essen willst in Berlin, dann geht das nur hier und irgendwo anders. Möchtest du noch was sagen, Steffi? Ja, also ich finde ja, also wenn ihr da draußen irgendwo in Berlin den Mega-Futterladen kennt, wo man echt das beste Futter überhaupt bekommt, sagt uns das. Schreibt es unter das Video in die Kommentare. Wir gehen hin, wir testen. Wir sagen euch, ob ihr recht habt.